Ah, weiter geht die wilde Fahrt. Wobei, jetzt könnte man hier auf YouTube noch so ein bisschen hören, dass hier vielleicht mein Kaffee durchläuft, aber ist egal. Ich denke, die Leute werden es verkraften. Hast du die Kaffeemaschine direkt in der PC gebaut, ja? Nein, nebendran. Findest du das jetzt etwa verwerflich? Ich habe meinen Kühlschrank neben meinem PC stehen, also nein. Na, siehst du. Nee, ich habe bei uns beim Rewe gab es diese Tassimo, die gab es halt einfach im Angebot. Und ich habe gedacht, für 40 Euro kann man die halt mal neben einen Rechner stellen. Na klar. So, ich mache jetzt aber auch erstmal nur die nötigsten hier quasi. Also die nötigsten Stellen. So, ach komm, was soll's. So, dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun hier bis zur Horde, ne? So mit Aufwerten und so. Ja gut. Bin jetzt eh gerade mal am Buddeln. Ich nehme jetzt extra mal oder mit Absicht mal die andere Seite, also in der Hoffnung, dass sie diesmal von der anderen Seite kommt. Wahrscheinlich nicht. Sehr schön, Voss. Sehr schön. Ich hab doch vorhin gesagt, ich hab die Sounds lauter gemacht. Hast mir wieder nicht zugehört, Barbossa, wa? Ah, wie immer halt. Ich kenne es ja nicht anders von dir. Immer ignorierst du mich. Wie bitte? Und dir? Mit dir hat keiner gesprochen gerade. Hä? Wer spricht da und was tut es? Richtig. Ach, scheiße. Was denn? Ach, der hat nur einen Schlag gebraucht. Ich bin gerade so früh rübergestraft eben. Wie schnell das aber geht, wenn du nur noch zwei Schläge zur Zeit brauchst, um runter zu buddeln. Ja, ist gut, gell? Wenn man gescheites Werkzeug kriegt. Ja, wenn man sich ein bisschen losgeht, dann auch wieder, ne? Hallo Dolly, herzlich willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Sorry. Guten Abend. Tut mir leid, Dolly. Bin hier aber quasi voll on work. Ja, ich weiß, ich muss essen und trinken, mache ich auch gleich, aber... Was lass denn du da jetzt? Was denn? Ja, meine Base lebt wenigstens im Gegensatz zu deiner. Das ist noch nicht bewiesen. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Zur Not habe ich ja die Ausrede, die ist nur für einen Spieler ausgelegt und hält keine Doppelhorde aus. Ja, klar. Gibt es hier Kekse? Nein. Wobei, wenn du ganz lieb fragst, kriegen wir es vielleicht irgendwie hin. Das Kekse? Warum Kekse? Ja. Bei Boss hat gefragt, ob es Kekse gibt. Ach so. Okay. Auch nicht schlecht. So. Ich weiß gar nicht, ja. Phosphor müssen wir mal gucken, wie viele Punkte der eigentlich mit dabei hat.
Wo? Bei dir oder was? Ja. Ja, müsste man theoretisch tatsächlich mal gucken. Ich meine, der hat jetzt viele Sounds requested. Ich finde das aber relativ witzig so, also so vom Stream her, ne? Muss man halt natürlich mal sagen. Ja. Also einfach mal so ein bisschen so für zwischendrin. Ja, solange die Sounds natürlich nicht übertrieben werden, das muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Weil also wenn jetzt permanent Sounds kommen würden, würde ich sie glaube ich auch abstellen. Aber so, wenn halt mal so ab und zu mal ein Sound kommt, geht das ja alles. Okay, aber Bossa muss noch ein bisschen arbeiten. Phosphor, gut, der hat jetzt aber auch viele Sounds, geht's ins Gesetz. Deswegen sind da ein paar Punkte abgezogen worden. Aber. Sind wir noch bei 660. Ist ja auch für die Chat-Aktivität, bekommst du auch nochmal immer Punkte dazu. Ja. So, Alter, ey. Sammy, damit kannst du. Ja, was kannst du damit machen? Ganz viel. Das reicht jetzt hier von deinem Coach. Geil. Nein, tell me. Du kannst die Sounds aussuchen, die abspielen lassen, also Musik meinetwegen oder auch einzelne Soundwünsche, die ich noch einfegen muss. Ich guck mal, was Phosphor geschrieben hat. Würde das System nach der Zeit setzen, nicht nach den Punkten. Was meinst du damit, Phosphor? Du kannst, wenn ich mal irgendwann ein bisschen weiter bin, dann an den Giveaways eventuell, wenn ich, wie gesagt, wenn ich mal irgendwann soweit bin, mit dran teilnehmen. Du kannst andere Spieler betteln, wenn ich das mal eingestellt habe bald. Also das sind so, boah, so ein paar... Was hat denn das gerade so geruckelt? Bei dir auch? Nö. Ja. Okay. Wie Beton habe ich denn überhaupt noch? Alter, da habe ich ja Unmengen noch an Beton, ey. Noch heißen diese Punkte, die werden irgendwann umbenannt in irgendeine spezielle Währung von mir. Die Token, ne. Ja, ich fand Rosa einen Vorschlag bei mir, meine Lappen zu verändern, auch sehr cool. Ja, nämlich in Pedermoos. Fand ich sau cool irgendwie. Ja, ich weiß nicht, also. Es ist eine Möglichkeit. Ich gucke ja tatsächlich auch. Ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht von ein paar größeren Streamern. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du im Stream ab einem gewissen Rang es anzeigen lassen kannst, welchen Rang derjenige erreicht hat. Im Stream direkt. Das ist also gar nicht mit Ausrufezeichen Punkte oder Ähnlichen angeben muss, sondern das ist automatisch, wenn jetzt beispielsweise, ja, keine Ahnung, als Beispiel jetzt den Rang Zuschauer erreicht hast, wird das direkt im Stream angezeigt. Muss ich mal gucken, wie das geht. Das ist mein... Das ist ein Hauptanliegen von dir. Ja. Schwärmst du jetzt gefühlt schon seit 2 Tagen von. Warum hast du dich noch nicht darum gekümmert? Ja, jetzt müsste ich mich hier als um dich kümmern. Ja. Ich habe auch Privatleben, lieber Easy. Privat das, was? Ich habe auch Privatleben, deswegen habe ich ja auch meine Videoanzahl, werde ich ja reduzieren. Oder beziehungsweise auch meine Projektanzahl. Ja. Das muss man ja auch so mal sagen. So viel ist auch nicht gut, das ist richtig. Genau, das musste ich jetzt einfach machen, weil es wurde mir einfach zu viel. Das ist halt einfach so. Also, was heißt, es ist ja nicht nur mir zu viel geworden, sondern meine Freundin hat da auch so ein bisschen Mitspracherecht dann auch gesagt, so ein bisschen kürzer könnte ich schon mal treten. Ja, halt schon. Dann hat sie dann gesagt, dann mach halt nicht so viele Videos, dann stream halt lieber mal zwischendrin. Ich so, okay. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich doch das. Jawohl, Herr General. Ja, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal, warte mal,
6 Stunden aufgenommen habe, aber ich habe gedacht, ich höre mal auf meine Freundin. Ja, ich bin nämlich netter. Kommentare sind jetzt hier verboten, deswegen. Ja, so, jetzt mal gucken, dass hier nichts kommt, bevor ich jetzt hier... Weil ich auch wieder am Schoch gerannt bin. Ich wollte mal was essen. Ah, achso, ja, essen und trinken. Ja, jetzt wurde es gerade erwähnt. Dolly hat mich ja schon dran erinnert. Sollte ich mal tun? Ich lasse die Tür dann mal offen. Das ist sehr nett. Aber siehst du, das Problem habe ich ja eigentlich. So, zeitlich habe ich theoretisch gesehen genug Zeit, wenn ich so aus meinem Schlafrhythmus raus wäre. Da ich, ja, reinstehend bin, habe ich jetzt auch nicht so das Problem, dass mir... Alter Voss, wann habe ich denn das gesagt eben? Ich will meine Latten verändern. Ich sehe ihm ehrlich gesagt. Gute Nacht, Sascha. Gute Nacht, Sascha. Vor allem die Dolly, er hat Latten gesagt. Ja, Mabossa, da bist du hier genau richtig. Da gibt es sogar schon eine Facebook-Gruppe, die steht unten drin. Interessanterweise ist der Peter Maus da auch mit drin. Mhm. Also in der Gruppe gegen Peter Maus ist der Peter Maus auch mit drin. Ja, will er wissen, was ihr Lappen schreibt. Lustigerweise, Barbossa. Ah, okay. Das hat jetzt technisch perfekt gepasst. Also der Barbossa hat das geschrieben und direkt darunter kommt eine Verlinkung zu Tippi. Ja, das war jetzt nicht von Facebook gewesen. Ja, das wäre noch besser gekommen. Was denn, Dolly? Wieso wirst du hier die ganze Zeit ignoriert? Ich probiere hier zu bauen und dadurch, dass ich einen sehr geil aktiven Chat habe, muss man ja immer so sagen, ist es teilweise echt schwierig, das alles mitzulesen. Das stimmt wohl. Also vor alledem, weil halt auch immer viele Song-Requests und so mit durchgehen und so. So, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen wollte. Achso, essen und trinken wollte ich. Was haben wir denn morgen für den Tag? Bis heute Montag? Nee, Mittwoch. Ah, kann sein, dass ich morgen mal was später streame. Morgen mal. Was? Fest zu meinen Eltern fahren. Willst du etwa Privatleben betreiben? Das geht ja mal gar nicht. Doch. Aber warum das denn? So. Damit die Dolly glücklich ist, dass ich hier genug esse und trinke. So, jetzt mach ich auch von da hinten aus weiter, weil sonst bin ich wieder nur hart irritiert. Wo ich weitermachen muss. Ganz Neues. Ja. Also ich bin jetzt auf minus 41. Also wir sind gleich auf der gewünschten Höhe. Na, siehste. Und dann ist es ja eh nur auf Tunnelgraben. Wo ich mehr Spaß dran habe, weil du musst dich jedes Mal neue Frames setzen, um wieder hochzukommen. Hm, du denkst aber bitte, dass du dann in Richtung Osten bauen musst, ne? Den Tunnel. Ja, ich weiß. Gut. Bauen Richtung Osten und dann irgendwann, wenn ich weit genug außerhalb bin, habe ich eventuell vor, dann von, ja, so Richtung, sag schon. Weiß ich nicht. Auf der Straße ungefähr, Richtung Straße zu, auf der Straße Richtung Stadt zu gehen. Oder vielleicht auch in beide Richtungen irgendwann, also. Okay. Die Tunnel ein bisschen abzweigen lassen in verschiedene Richtungen. Wenn das okay für dich ist. Mhm, kannst du. Dass ich nicht unter unsere Base drunter baue, ist klar. Gut. Der Rest ist mir ziemlich egal, um ehrlich zu sein. Ah. Nur halt, Base untertunneln ist halt scheiße. Naja, es wird dann irgendwann so weit kommen, dass wir uns irgendwann hier unten ein Moped reinstellen können. Ja, das kenne ich ja von Martin und so. Er macht das ja auch sehr gerne. Das haben wir, wo wir den Wellmod-Server noch hatten.
da ist so ein Gang, Tunnel. Ja, da konnte ich dann mir Moped unten reinsetzen, das war dann angenehmer. Einen, weil du den Einkaufskorb hinten dran hattest und viel mehr packen konntest. Mhm. Und zum anderen, weil du diese Strecke einfach keine Lust mehr hattest zu laufen. Ah ja, klar. Wir haben 7.20 Uhr in-game gerade. Sahin. Herzlich willkommen im Stream übrigens, Sahin! Alter! Sag ja, ich bin hier leicht überfordert heute. So mit meiner ganzen Chat-Aktivität hier. Mit dem Nachlesen. Wird bei der Horde lustig. Also zumindest bei der Horde, wenn die Viecher durchsprechen. Ja, erinnere mich nicht dran. Denk dran, dass du Forged Iron einsteckst, ne? Ja. Es wäre wichtig, dass du die Iron Bars zwischendrin reparieren kannst. Ja, wenn du noch ein paar machst, dann kann ich die auch tatsächlich nehmen. Du sollst sie doch nur reparieren, Mann. Alter, ich bin jetzt so froh, wenn ich jetzt einmal rundherum bin, ey. Echt nervig lästig hier. Hm. Ja, das ist genau, das zum Thema nicht beachten, genau, Sahin. Naja. Da. Nein, nein, nein. So. Alter. Da muss ich mir gleich noch ein bisschen Munition herstellen. Das fällt mir auch mal noch so ein. Ja, ich habe schon angefangen. Also feiertechnisch bin ich jetzt zurzeit relativ gut ausgerüstet. Na, das ist doch gut. Ich hab jetzt mal, 388 Feige. Und damit habe ich letztens vom Community-Server die gesamte Horde überlebt. Also, abgeschossen, mehr oder weniger. Was mit 83 Feigen? 383. Achso, 383, okay. Mit 83 wäre ich nicht weit gekommen. Ja, deswegen war ich gerade so ein bisschen verwundert. Ja, bei meinem Aim wäre das auch möglich gewesen, also die 83 hier genau Gott. Zwischen die Augen. Nicht? Das halte ich schwer für ein Gerücht, weil du wärst allein an den verstrahlten Zombie-Bullen wärst du gescheitert. Niemals. Okay, man kann einfach auch Red Concrete Blöcke machen, okay, ist auch schön. Hat auch was. Was soll denn jetzt diese Geste, Phosphor? Zweifelst du an meiner Aussage? Hm? Ja, der Phosphor. Der lacht mich gerade aus, als wenn er an meiner Aussage zweifeln würde. Ja, aber Dark Knight Wolf, also ich kann euch mal sagen, einen dedicated Server. Oh, das dreht ihr auch noch kurz vorher. Auf demselben PC zu hosten, auf dem du dann noch spielst, bringt nichts. Also da kannst du auch einfach so ein Spiel aufmachen. Das kommt aufs selbe raus. Weil die Auslast ist dieselbe. Also das ist in der Hinsicht völlig uninteressant dann.
Auch sehr schön. Leute, lass mal alle seinen Chat zuschwimmen. Okay. Sehr nett. Mag euch auch. Ach scheiße, da habe ich das Ding ausgebaut. Alter. Wolltest du nicht Munition herstellen und nicht verballern? Lass mich doch Munition verballern. Ich habe eine Feder dafür gekriegt. Boah, toll. Ja, was ist denn los jetzt? Beschwerst du dich jetzt etwa darüber? Ja, vor kurzem über Weh, ja. Mann, der ist doch mit nix zufrieden, wobei, der Kerl. Wobei, die Feder, die kannst du mir natürlich dann geben, dann treffe ich wenigstens richtig. Du kannst die von mir aus gerne haben. Kannst du die Feder an den Hut stecken? Könnte ich machen. Aber du bist hier der Robin Hood von uns beiden. Ja, sicher. Bekau die Reich und vergiss es, den Abend zu geben. Minus 51, ne, ich geh auf minus 52 und gut ist. Oh. Interessant. Oh. Na gut. Es war jetzt zwar noch nicht so geplant, aber ja, ist schlimm. Nee, ich hab nur direkt schon den Stahl ausgebaut eben. Also vom Prinzip her nicht schlimm. So. Um deine Frage zu beantworten, warum das O kam. Ja, das kennt das doch. Oh, 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 das wird teuer. Mhm. Jedes Mal 50 Euro mehr als im Kostenvorschlag ausgemacht. Wenn es ja noch 50 sind, dann geht's ja noch. Ja, für jedes O. Es geht das aber trotzdem noch. Gut, wir hätten hier mal den Zement. Hätten wir hier den Sand. Da kann ich schon wieder ein bisschen Concrete Mix herstellen. Ach da, bumm! Wo auch immer der ganze andere Sand hingekommen ist, aber... So, ich brauche Bullet Tips. Einfach mal so 500. Und den Rest kann ich dann einfach mal so ein bisschen Backshots noch setzen. Läuft. Den können wir mal ausmachen. Jetzt habe ich auch noch so einen schwulen Moskito hier irgendwo. Läuft bei dir richtig, ja? Und wie? So. Das hätte ich. Bei den Stahl brauche ich ja so an für sich nicht. Ich nehme einfach mal so ein bisschen Forged Iron für die Horde schon mal raus. So. Da hinten kann er seine Federn dann machen, haben, wie auch immer. So. Etwas mehr Begeisterung bitte mit meiner Feder. Wird die wieder das Leben retten? Ja, Spam ist nicht so bei mir sein auf dem Kanal. Auch sehr schön. Zitter Zombie Party. Weiß nicht, meinte tatsächlich, wir müssen zittern. Ich glaube nicht unbedingt dran. Also. Du nicht?
Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich auch nicht, aber ich glaube, zittern weiß ich nicht. Zittern glaube ich nicht. So, ich brauche Bullet-Tipps. Na. 762, jawohl. So, hätte ich ja noch genug Gunpowder hier. So, eigentlich brauchen wir mehr Zementmixer. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? So, was ich auf jeden Fall mal machen will ist... Oh ja, das dachte ich mir doch fast. Mal so einen leckeren Refuel. Sollte man nie vergessen zwischendrin. So, warte mal, da habe ich die Kiste ja hingehängt. Ein Traum. So. Ach ja. Oh, riecht mich das auf jetzt hier. Was ist los? Ich muss mal so die ersten Reihen so direkt an der Tür mal wegmachen jetzt, weil das regt mich auf, dass ich da alles dran hängen bleib. Außerdem gibt's Holz. Das ist immer gut. Gell? Dachte ich mir auch. Vor allem in der Hoffnung, dass hier halt auch, hier so Zombie-Technik nicht allzu viel durchkommt. Ja gut, alles was da noch durchkommt, muss mit unserem perfekten Aim irgendwie gebändigt werden. Ja, das sollte ja nicht das Problem werden. Ich hoffe. Ach, das werden wir schon regeln, easy. Ach, sowieso. Da gehe ich einfach mal fest davon aus. Ich meine, egal was wir jetzt machen, die Community freut sich. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Ist sie jetzt töten oder getötet werden? Wir haben gerade 11.50 Uhr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ein neuer Follower, danke! Toto, 9619, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen, Steam, schön, dass du da bist. Bist Hallo, du Dario. Nein? Ist auch nur auf Twitch, ja? Also bin nur auf Twitch. Ja, du darfst ja nicht mehr. Ich darf, ab jetzt darf ich nicht mehr, das ist richtig. Ja, du darfst nicht mehr. Ich dürfte zwar noch, aber da ich ein bisschen, also es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber jetzt ein bisschen gemeiner hört, aber ich davon ausgehe, dass ich die nächsten Tage dann auch nur noch auf Twitch streamen darf, macht es halt keinen Sinn mehr, auf YouTube weiterzumachen. Deswegen habe ich das jetzt in mein Infovideo rausgehauen. Na? Und guck halt, warte mal, da habe ich die Kamera gar nicht eingestellt. Ha! Die Sau. Nein, genau gesehen. Ist das jetzt noch aufgefallen. Ja. Ah, man muss ja jetzt gerade nochmal so drüber gucken hier. Ja, aber um da nochmal drauf zu kommen, auf YouTube lohnt es sich auch nicht mehr in der Form zu streamen. Ja, das würde ich so jetzt vielleicht noch nicht mal unbedingt sagen. Videos, ja, aber streamtechnisch findet man seltener was. Die meisten Leute gucken, wenn sie was Stream sehen wollen, gucken sie tatsächlich nur auf Twitch. Ja, das ist allerdings so erstmal richtig. So. Okay. Na, ich denke, ich werde jetzt die andere Munition auch noch herstellen können jetzt. So.
Naja, ich denke, ich sollte dann auch genug Munition haben für die Horde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ein neuer Follower, danke! Bist du sicher, Bicox? Es kamen ja ein paar, das ist richtig. Dario, 9987, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream, schön, dass du da bist. Guten Abend. So. Ja, ich sehe das auch so, Ro. Also es kommen schon einige über YouTube. Ja? Also muss auch sagen, bei mir hat sich das echt die Waage gehalten, so zwischen Twitch und YouTube. Ja, das ist natürlich klar mit dem Kaiser. Ja, aber jetzt auch in den Streams vorher, das hatte jetzt nichts mit dem Kaiser zu tun. Ja, bei dir ja jetzt nicht so. Ja. Ja, bei dir jetzt schon easy, muss man halt sagen. Ja, ja, das. Aber das, du hast ja auch auf YouTube auch, sag ich mal, die Größe auch nicht. Also, hört sich jetzt blöd an, aber schlussendlich ist es so. Tatsache. Ja. Man muss es ja immer ein bisschen genauer definieren, weil sonst heißt es wieder hier, ich mobbe hier den Easy oder sowas in der Hinsicht. Nee, das ist nicht so. Das ist einfach nur Tatsache. Das ist halt, wenn du kleiner bist, ist es sau schwer. Ist leider so. Aber wie gesagt, ja, das ist eine Tatsache und ja. Aber ist nicht schlimm. Deswegen sind wir ja Streaming-Partner. Wir werden uns gemeinsam vergrößern. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. Ja, ich hoffe doch. Du übernimmst das Meer und ich den Rand. Gigantischen Teil. Das ist nicht schlimm. Inseln sind sehr schön. Naja, aber an sich... Ja, schön ist natürlich jetzt auch wieder bei YouTube bei mir, wenn ich jetzt wieder Videos mache, die ganzen Streams, die sind nicht mehr in meiner Playlist mit drin. Also die bleiben jetzt da drin, ja. Ein neuer Follower, aber ich habe da jetzt keine mehr, die ich permanent sortieren muss und so. Okay. Sein, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Sorry, irgendwas war, hast du mit Sortieren gesagt? Ich habe es nicht gehört, weil der Sound so laut war gerade. Ich habe gesagt, dass das Schöne ist, ich muss jetzt meine ganzen Livestreams und so, die werden ja mitgezeichnet. Mhm. Die brauche ich nicht mehr so zu sortieren und so. Das heißt, wenn ich jetzt wieder Videos hochlade, kann ich mich rein auf das darauf konzentrieren und auch die Leute, die jetzt wieder meine YouTube-Videos schauen wollen, ja, die haben nicht 1000 Livestreams dazwischen kleben, wo das, die vielleicht gar nicht interessieren. Ja, gebe ich dir so recht. Bei mir ist halt so, dadurch, dass ich die ja dann nach und nach immer veröffentliche im Nachhinein, dass man noch gucken kann, sind sie halt im Upload-Ding drin. Genau, Dario, das sind alles Stromkabel, das ist alles neu mit dazugekommen. Es gibt jetzt Strom, es gibt Generatoren, es gibt Solarbänke. Und wir spielen gleich die Horde Tag 28. Und ich hoffe, dass das sehr unproblematisch wird mit der Verteidigung, die bisher steht. Mhm. Hoffe ich natürlich so. Ob das jetzt wirklich so ist? Ja gut, wenn du wieder irgendwelche Woodframes draußen als Apple auf die Mauer drauf lässt, dann nicht. Aber ansonsten könnte man Glück haben und wir kommen durch. So, für unseren lieben Darius, der neu dazugekommen ist, ja, zeige ich das so natürlich auch mal. Also ich habe jetzt hier oben auf die Hütte, ne, habe ich jetzt so die Stromgeneratoren draufgebaut. Ne, da musst du halt so Engines reinpacken und dann musst du Gas reinpacken, damit die Dinger auch laufen. Du siehst hier den maximalen Stromoutput, ne? Und was er halt so aktuell frisst. Das habe ich an so Powerbanks angeschlossen. Das heißt, wenn der Strom da hinten leer ist, weil kein Gas mehr drin ist oder sonst was, habe ich hier immer noch eine Reserve. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Ich glaube, das entspricht hier alles einem Watt oder so. Keine Ahnung. Die Haltbarkeit. Ja, und von dort aus habe ich jetzt meinen Strom verteilt über so Relais hier. Und dann geht es hier einmal so rundherum. Ich habe die Kabel... Warte mal, habe ich das Wire-Tool gerade mit dabei? Nein. Diese... Kabel, die siehst du jetzt gerade echt schwer, warte mal, dafür muss ich runtergehen. Die du hier siehst, ne? Das ist Elektrozaun, das heißt, wenn Zombies da reingehen, werden sie geschockt.
Ja, Mann. Hashtag Pinky Peter, Mann. Naja, ich bin gleich schon mal im Tunnel aus der Base raus. Ja, und ansonsten sind Zombies neu. Also es gibt jetzt verstrahlte, ferale Zombies. Die regenerieren HP auch relativ schnell. Ich glaube, das ist einfach noch nicht richtig gebalanced. Dementsprechend, ja, dafür halt auch die Fallen hier. Na? Jawohl. Na, guck, da siehst du jetzt hier den Elektrozaun. Was mir da mal so einfällt, wir könnten ja hier auch theoretisch überall Leitern hinsetzen, ne? Dass wir hier mal drüber kommen. Oder? Was? Wie? Wo? Ja, ist ja eine Möglichkeit. Ja, hier einfach mal so Leitern, dass du da zum Looten relativ schnell rüberkommst. Ich hab noch ein paar. Na, mach jetzt einfach mal 50, dass wir so ein paar Stellen da einfach mal drüber kommen. So. Hier meinst du den, ja? Ja, genau. Dass du an so ein paar Stellen da einfach irgendwie hochkommst oder so. Der, also der einzigste Nachteil, den man natürlich einfach mal so klipp und klar sagen muss, ne? Der ist an den Traps, die zerstören halt völlig die Kadaver, ne? Also der Loot ist halt völlig dahin. Das ist das einzige Gute, das stimmt. Wer ist denn hier? Andererseits, solange der Loot natürlich kaputt ist, finde ich das, glaube ich, auch noch gar nicht so dramatisch. Ja. Triff's ja. Ja. So, der lebt noch. Okay. Ja, aber die Erfahrungspunkte finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Sein, das habe ich mir übrigens zur Kenntnis genommen, dass es ein zweiter Account ist, dass du mit dem Hauptaccount Probleme hast. Nur mal so, das heißt, dass ich hier nicht alles. Von wegen, dass ich euch hier immer ignoriere und so, ne? So, das und mit Channel-Gap Parts brauche ich gerade mal. Und ich gehe jetzt einfach mal draußen und repariere noch einmal hier so die. Die Fallen. Also da, wo es notwendig ist, zumindest. Ja, ich gucke mal, ob ich vielleicht noch irgendwo was gelootet bekomme von den Viechern. Aber was ich jetzt austesten wollte. Habe ich noch diese eine Rampe hier irgendwo? Ja, habe ich. Ja, du setzt sie unter den Rahmen von der Tür. Es bringt dir nichts. Nein, nein. Guck, ob das klappt, wenn ich richtig fahre. Hm? Wo habe ich denn jetzt geparkt? Wo habe ich diesen blöden Rahmen hingesetzt? Da. Ha! Passt! Ich bin mit meinem Moped drin. Ja, hast du eine Rampe gebaut, bist drüber gefahren, ne? Richtig, drüber gehüpft. Ja, hast du die jetzt auch so gebaut, dass die Zombies, wenn sie rennen, nicht drüber rennen können? Also, ich habe... Kannst du ja selber gleich gucken. Ich habe die noch vor den ersten Block gesetzt, den wir eben gesetzt haben. Also, den du eben weggekloppt hast. Davor habe ich die gesetzt. So, gucken wir mal. So, die rennen rein. Ich meine, wir können immer noch zur Not wegkommen. Ach so, hier. Jetzt nur. Ach so, ja. Das ist ja... warte mal, das ist ja eine geile Idee. Easy. Wo ist mein Motorrad? Ich mache hier nur ein bisschen frei, dass wir diese blöde Rampe auch sehen. Sehr gut. Da ist halt vielleicht nur nicht mit Vollspeed dagegen. Kannst du vielleicht schon gegen die Decke, je nach Motor. Ha! Clever, easy.
Muss ich dir jetzt mal lassen? Na? Also, das muss ich dir lassen jetzt. Es war ein bisschen blöd, wenn wir hier rausfahren, aber dafür können wir ja links dran vorbeifahren. Ja, da kann man die Raffe immer noch wegnehmen, weißt du? Also hast du jetzt festgebaut, okay. Ja, ja. Nee. Ja, für den Anfang tut's das doch. Ja. Definitiv. Ich würde aber gerne hier ein bisschen drumherum, also zumindest am Eingangsbereich, ein bisschen frei machen, dass wir die Rampe auch sehen. Können wir das so machen? Und dann können wir hier noch eine hinmachen. Ich habe da so ein bisschen Bedenken, wenn ich da drin stehe, ne? Nicht, dass da ein Zombie in die Nähe kommt. Den Bedenken habe ich nicht, aber aus anderen Gründen. Ja. Ja, Mann. Easy Brain. Ja. Yeah. Wie viele Spielstunden ich habe, meinst du generell wahrscheinlich? Insgesamt habe ich 600. Also gar nicht so viel, im Gegensatz zu manch anderen, die hier mit dem Stream mit dabei sind. Denn jetzt so ein Spielstunden, das wäre jetzt auch nice to know. 7 Days? Mm. 346. Oh, machst du ja schon einiges easy. Wenn ich mir ein CSS angucke, 3172. Okay. Kann man mal machen, ja. Ich habe echt nur gesuchtet. Au, der Kaktus kommt auch weg, oder braucht man den hier unbedingt? Bro, ich habe Ende der Alpha 5 die letzten 2-3 Wochen mitgemacht und dann bin ich eigentlich bei der Alpha 6 mit dabei gewesen. Ja, das mit den Spiders gebe ich dir soweit recht. Wer noch mit dabei ist, das ist, wenn du Ausrufezeichen Multi drückst, bekommst du einen Link, weil der Easy und ich, wir streamen beide. Vielen Dank, Voss. Das ist richtig. Da kannst du dir so einen Multi-Chat reinziehen. Mit dem Easy stream ich gelegentlich zusammen. Streamt auch viel alleine, auch 7 Days aktuell, oder was machst du noch? Space Engineers, ne? Space Engineers, Ghost Recon Wildlands, wenn ich mal wieder Lust drauf hab. Minecraft, wenn ich mal wieder Lust auf meine Community hab. Weil man muss ja leider, also was heißt leider, die sind eigentlich haben die immer coole Ideen, aber manchmal, wie das dann so ist, wenn man Admin auf dem Server ist, kommen sehr viele Support-Anfragen, wenn man gerade am Streamen ist, wenn man auf den Server geht. Nein, Easy Six. Also den anderen kenne ich nicht vom Namen mehr. Was? Ja, von einem Isega oder sowas spricht er gerade, kenne ich nicht. Kennst du den? Nee. Ist mir so kein Begriff. So, das heißt, ich brauch so ein bisschen Concrete zwischendrin. Ich habe Forged Iron, ich habe dir auch ein bisschen Forged Iron drin gelassen, dass du auch mal wieder da dran kannst. So, dann können wir da mal so ein bisschen... Ich pack dir noch mal Steine rein, da habe ich gerade ein paar... Kannst du bald eine zweite Kiste machen? Kannst du dir bitte angewöhnen, Easy? Also es kann auch sein, dass das von mir vorhin noch war, aber wenn du siehst, dass so ein Kämpfer hier nicht mehr benutzt wird, das bitte auszumachen. Kann ich machen. Weil dann haben wir weniger Schreierinnen und so. Wobei die mich aktuell relativ wenig interessieren. Aber ich bin sehr auf die Horde gleich gespannt. Ja. Deswegen will ich auch noch nicht alle Woodframes da unten gerade, Woodframes, Spikes wegkloppen, weil... Gas ist mal lieber, das ist besser. Dachte ich mir nämlich, ne, dass wir sagen, okay, wir warten mal ab und gucken mal. Ja, also wie gesagt, ich habe ja die erste Horde beim auf dem Community-Server komplett nur mit Spikes überlebt. Mhm. Also mehr oder weniger überlebt. Ja, aber ich habe ja schon auch ein wesentlich höheres Game-Stage jetzt, das darfst du halt einfach nicht vergessen. Mhm. Damit es gleich noch schwerer wird, ziehe ich mir noch mal ein schönes Stu jetzt rein, damit die Wellness hochgeht. Screamer rein. So. Und wenn jetzt das alles hält. Der Zementmischer läuft doch. Naja, also was heißt ein Schmiederaum bauen? Das ist so eine Sache, also du musst eigentlich auf die Chunks achten. Das ist eigentlich relativ egal.
Also normalerweise solltest du in dem einen Chunk, weiß ich nicht, wo die ist. Hier vorne hat die hier. Stirb, du Sau. Au! Au! Okay, das war die Screamerin. Ja, das ist so ein bisschen tricky hier. Ja, ich muss mich erstmal wieder heilen. Ich hab noch 15 AP. Ja, dann mach das mal. Achso, siehst du, jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Vor der Horde. Lass mich doch mal da unten dran. Weiß gar nicht, was braucht man dafür alles nochmal? Ach ja, Aluhol, das war's. Bandagen. Und Duct Tape. Okay. Duct Tape hatte ich doch hier reingeschmissen, muss es denn da? So, und also ich schätze mal, wir werden nicht drum rumkommen, an den Betonpfeilern oder irgendwo noch Spikes hinzusetzen. Meinst du? Ja, die Screamerin, die wird immer daran hängen, wenn du mal gerade irgendwie beschäftigt bist. Kannst du mich da mal dran lassen? Ja, ich bin ja da soweit auch noch nicht fertig, aber ich denke, eins nach dem anderen. Easy. So. Kann ich jetzt gerade nicht. Mal kurz drauf zugreifen. Kornmehl können wir mal so 150 machen. Und da mal alle holen. Hier, hier, hier. Ach nein, halt, warte mal. Wir brauchen ja das Bottled. Wir haben ja 18.40 Uhr. Kannst du mir vielleicht noch. Welches Waffenlevel hast du? Hm? Welches Waffenlevel hast du? 250. Könntest du mir gleich noch schnell einen Bogen fertigen? Mhm. Ja, der Wolf, der ist cool. Ja, also das kannst du schon machen. Du kannst natürlich deine Schmieden weit wegsetzen, aber es bringt ja halt nicht viel, finde ich. So, sind ja die ganzen Close Fragments da. Brauch ja tatsächlich Bandagen, Mann. Wie kann man machen? Ich glaube, so 50 reichen erstmal. Ah, Tatsache. Dankeschön, Sammy. Mir ist gerade überhaupt gar nicht aufgefallen, dass ich infiziert war. Auch sehr schön. Ein Gastronisch? Ja, da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Ich fühle mich außerdem so ein bisschen gemobbt von dir. Ja, warum? Ja, weißt du, ich poste hier immer schön den Multilink, das machst du nie. Das ist voll gemein. Ich hab gar keinen Multilink. Ja, warum nicht? Außerdem, ich guck gerade so, was alle Leute, die ich jetzt als Zuschauer habe, sind bei dir mit drauf. Ist gelogen. Selmi nicht. Selmi nicht? Nein. Das ist schlecht. Ja, natürlich kommen die Schreie so zu deinem Haus, Dario, aber es ist ja mal egal, die Verteidigung steht ja. Aber, zu meiner Verteidigung, ich sag das ganz, ganz oft in anderen Streams an. Das stimmt. So. Du hast immer mal wieder. Warte mal, ich kann dir das, glaube ich, zeigen. Warte mal, wie war das? DM und dann war das F8. Nein, was war denn das für ein Knopf? F9? Ne, das war ein Screenshot. F10? F11? F12? Nein? Achso, da mach ich mein UI aus, okay.
F5? Bosch, nein. Können die jetzt gerade nicht laufen, die können auch 4? Irgendwie ausgeschaltet werden, ne? Nein, schlecht. Schlecht. Warum? Aha, also auf F4 schaltest du zwischen Fenster- und Vollbildmodus rum. Achso. So, hier. Pass auf. Was waren das jetzt? F3? Ach, Kacke. Nee, F2, F1? Nein, F3. Warum geht das nicht mehr weg? Ah, jetzt. Lass mich mal in die Kiste. Lass mich mal in die Kiste. Bin ich so frei? Danke. Sag mal, wie... HP-Technik nach oben kommt? Wieder? Ja, nur bei Essen. Gar nicht so hundertprozentig. Ja, das ist auch, weil ich gerade was gesucht habe. Also. Du siehst jetzt hier oben links. Ich kann da mit der Maus nicht hin, oder? Naja. Wo ist es denn genau mit den Chunks? Da oben, wo Chunk steht. Und da siehst du halt, wie groß so ein Chunk ist. Muss ich gerade mal gucken. So, pass mal auf. Du siehst jetzt hier XZ bei dem Chunk. 206. Und wenn du jetzt ein bisschen läufst, ist 205. Das heißt, hier ist der nächste Chunk. Theoretisch würde es sich lohnen, dass ich einen Teil der Fortress hier vorne hinstelle, weil dann wird dieser eine Chunk, den ich hier habe, nicht so schnell voll mit der Heatmap. Und wenn die Heatmap, also die 100% erreicht hat, dann kommt eine Screamerin. Also lohnt es sich theoretisch schon, die Fortress zu verteilen. Na? So. Mein Bogen. Ja. Warte mal. So. Sieht das denn stromtechnisch aus hier oben, benzintechnisch? Muss ich hier mal hier. Hatte ich eigentlich erst aufgefüllt? Ja, ich guck nur mal, das ist zur Sicherheit nach, kennst das doch. Das stimmt. Bogen habe ich in die Werkbank gepackt. Oh, meine Munition. Die wäre mal recht wichtig. Danke dir. So. Wir hätten dann auch im Übrigen mal so ein paar First Aid Kits. Das ist sehr gut. Wie viel hast du jetzt gemacht? Ja, so ein paar halt. Na gut. Das muss jetzt erstmal reichen. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen leer machen noch für die Horde gleich. So, die Kiste ist jetzt auch voll. Das ist sehr schön. Das freut mich natürlich sehr. Dein Bogen ist in der Werkbank. Hatte ich erwähnt. Habe ich schon rausgenommen. Ja, danke schön. Wir bleiben hier drinnen oder willst du erst rausgehen? Hm? Also, zu Beginn der Horde wird auf jeden Fall noch hier drin stehen bleiben. Nicht, ja, dass die irgendwo auf der anderen Seite spawnen. Ich stelle mich auf jeden Fall hier oben drauf und gucke erstmal, von wo sie kommen. Ja, weil. So, Leute. Na? Ich will hier so einen wunderbaren Zombie-Hype jetzt sehen hier. Ja, ja, so ein Zombie-T-Rex wäre bestimmt auch recht witzig. Halt. Nein! Nein! Oh, jetzt habe ich noch schon einen scheiß Bogen gecraftet. Diese Shortcuts. Stein, normale Steine brauche ich erstmal nicht. Ein paar Painkillers können da noch hin. Okay. Sonst noch irgendwas? Die Leitern könnte ich mal noch wegräumen. Die packe ich jetzt einfach mal da oben rein. So, den Rest brauche ich zwischendrin zum Reparieren, um einfach mal zu gucken, von wo sie kommen. So. Jawohl, Zombie-Smoothie-Hype. Jawohl, ab geht's. Wir werden so hart sterben. Ach komm. Ich motiviere dich schon mal vorher. Naja, was ich gerade viel schlimmer sehe, wenn die jetzt vom Süden kommen, haben wir noch gar keine... da kommt erstmal noch eine Wanderhorde, das ist auch sehr schön. Wenn die jetzt von Süden kommen, habe ich das Problem, dass meine Kameras gar nicht abgesichert sind. Das ist viel schlimmer gerade. Sagt aber auch keiner was.
Bin froh, dass ich gerade noch Iron Bars hier hab. Das haben sie bestimmt mit Absicht nicht gemacht. Ja. Wollen uns nur abnippeln sehen. Wahrscheinlich. So, das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Oh. Hab ich das Ding auch noch falsch gebaut? So eine Scheiße. Na, dann halt so. Egal. So, jetzt müsste ungefähr der Feuerwehrmelder gehen. Hm? Jetzt müsste der Feuerwehrmelder von der Feuerwehr gehen. So, dass ich mich direkt ausglocke. Mhm, genau. Das hättest du jetzt gern, gell? Nichts ist unmöglich. Oh, danke, Barbossa. Gut, dass du es erwähnt hast, dass ich meine Kameras noch schützen muss. Ja, siehst du mal. War sehr nett von dir. Hätte ich fast vergessen. Ah. So. So. Auf sich, wuhu. Ja, sehr gut. Einer spawnt innerhalb von dem Dinger. Ja, solange es jetzt nur einer ist, ist mir das ja relativ egal. So, ich gehe schon mal vor in die Verteidigung, weil wir mit Sicherheit gleich reparieren müssen. Ja. Du hast ja dann was zu lachen, wenn ich gleich schreien wegrenne. Ja, ich stehe hier oben und gebe dir mit an. Oh. Ah, ist ja nicht so, dass ich so harte Frame-Drops hab. Ja, oh, da kommt die ersten. Genau, ich hab mich drauf. Ja, also auf die Grünen wäre schon cool. Ja, ich hab mich drauf. Boah, die möchte. Schaut aber gut rein, Alter. Mit zwei Horden gleichzeitig nehme ich echt runter. Ja, frag mich mal gerade. Warum ist denn der Sensor da jetzt weg? Easy, komm her. Was? Komm her, wir müssen das eine Ding so verteidigen. Ja, ich muss hier irgendwie runterkommen. Weil der Sensor ist da weg. Oder wenn du hier verteidigst oder zumindest mal reparierst, dann probiere ich die Dinger neu zu setzen. Guck mal da rechts. Braucht man Wire Tool. Wo ist es da? Oh Gott. Boah, Alter, die Banken hier aber auch hat übelst durch, Viecher. Guck gerade, wo noch was repariert werden muss. Oh, Spider. Alter, ey, das ist. Hart und spielbar gerade. Ja, dezent. Also so mit 20 Frames wird's schon interessant gerade. Ja. Okay, Wire Tool. Oh. Oh Gott, ich seh's kommen, jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch. Oh Gott. Was denn? Ein Spider ist gerade reingekommen. Ja, ich seh ihn gerade. Aber er kommt zu dir hoch, ich krieg den. Na doch, hab mal angehittet. Ah ja, okay. Die laufen wieder. Oh. Ja, das Problem mit dem Spider ist gerade. Mit dem da. Alter, ich hab 8 Frames, Mann. Alter, müssen wir mal treffen? Ja. Okay, der Spider ist relativ interessant gerade. Also, soviel zu dem Thema, die Performance läuft super. Was denn? Ja. Soweit denke ich mal. Boah, Alter. Okay, der ist schon mal tot.
Muss gucken wegen Reparieren. Ja, ich guck gerade selber, ob es hier irgendwas gibt. Alter. Weiß nicht, was an 8 Frames positiv ist. Alter. sollte man sich mal irgendeine Jacke anziehen. Also wenn das dein einziges Problem gerade ist. Sicher. Alter. Achtung, verstrahlt er bei uns drin? Da drin? Wo? Hinter dir. Was? Oh, ah ne. Ach so, der steht da anscheinend in der Falle. Bei mir steht er aber in der Base. Das ist witzig. Ja, das hatte ich eben bei dem. Jetzt habe ich den Bogen nachgehört. Alter. Okay, jetzt weiß ich, was die Leute auf dem Community-Server meinen. Mit den Horden. Ich verstehe so langsam ihr Problem. Boah, das ist eine Katastrophe. Definitiv. Wer braucht, um bei mir einen Bogen nachzujagen? Na? Alter. Boah, ruckelt das, Mann. Oh, Alter, da läufst du auch noch vor mich gerade. Mutig bist du, ja. Ich vertrau dir da gerade mal so ein bisschen. Wir schießen einfach immer hinter dir rum. Besser. Was? Warum fehlen mir denn die feralen, verstrahlten, super bekloppten Zombie-Cops? Die sind doch da. Alter. Das geht gar nicht. Nee. Das ist absolut unspielbar. Natürlich bin ich auch nur deswegen jetzt bei der Horde gestorben. Hä? Deswegen bin ich auch auf dem Community-Server wegen der Horde gestorben. Ah ja. Also müssen wir das auf jeden Fall reparieren wieder. Ja, vor allem allein schon, wie viele Zombies nur wegen uns beiden kommen. Ja, ja. Aber von der Menge her ist fast dieselbe Menge wie jetzt bei meiner Horde. Wir müssen hier in das Ding reingehen. Also mit Zielen hat das nichts zu tun gerade. Ich halte irgendwie nur ganz grob da auf den Zombie drauf. Alter. Naja, oder ich hab auch die offen lassen. Aber auf jeden Fall, durch die Traps, ne, muss man halt auch trotzdem mal klipp und klar sagen, ne, explodieren die Viecher gar nicht so. Das ist richtig. Also, weil die ja permanent gehittet werden. Leute. Oh, ich krieg mehr Frames. Ja, ich auch. Ich hör's halbwegs wieder. Ja, ich komm an die 30 Frames. Oh. Gott sei Dank. Alter.
Irgendwo haut hier noch ein Zombie rum. So. Alter, war das krass. Ja, das, was hier gerade zur Zeit rum am Hauen ist, im größten Teil sind die ja, ganzen Körper, die zerfallen. Ja, ich sag ja, das ist das große Problem. Ich bin gerade oben, weil ich füll Dings auf. Ja, ich zieh mich mal ein bisschen zurück, falls das Vieh wieder kommt. Okay. Gut, bin on my way. So, ich bin wieder bei 83 Frames angekommen, was ein Traum ist. Das bedeutet, die Horde ist so gut wie rum. Yo! Okay. Ja, jetzt verstehe ich auf jeden Fall das Problem von der Community. Dass das was, einfach was? Zu viel ist. Also, das was? Packt der Server halt nicht. Ja. Was mich jetzt was dabei interessieren würde, ja.